Newsflash-Zeit. Mal sehen, was wir so haben. Dust 514? Call of Duty? Noch mehr Call of Duty? Pokémon Rubin und Saphir Remake? Moment mal, was? Okay, wir gehen aber trotzdem chronologisch vor. Einige unter euch spielen vielleicht regelmäßig den Free-to-Play-Shooter Dust 514, ein Exklusivtitel der PS3. Wie der Entwickler CCP mitteilte, gibt es vorerst keinen neuen Content. Auch wurde die PS Vita-App gestrichen. Der Grund ist relativ banal. Man möchte das, was man bisher schon hat, so gut es geht, optimieren. Das ist doch relativ vernünftig. Es war ja nur eine Frage der Zeit und nun kündigte Activision mit einem kleinen Trailer das diesjährige Call of Duty mit dem Untertitel Advanced Warfare an. Entwickeln wird es dieses Mal nicht Treyarch oder Infinity Ward, sondern Sledgehammer Games. Was man nun davon hält, sei jedem selbst überlassen, aber Kevin Spacey für ein Call of Duty anzuheuern, ja, das hat schon was. In diesem Zusammenhang eine weitere nicht überraschende News. Microsoft und Activision pflegen weiterhin eine enge Partnerschaft. Ergo erscheinen DLCs auf der Xbox früher. Advanced Warfare wird am 4. November veröffentlicht. Ach, was hab ich mich drauf gefreut. Lange wurde es erwartet und nun kündigte Nintendo offiziell Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir an, die Remakes der dritten Pokémon-Generation. Erscheinungszeitraum ist November 2014 und mehr ist offiziell nicht bekannt, aber hey, ich habe lang genug auf Infos gewartet, ein bisschen länger macht den Kohl nun auch nicht mehr fett. Zum Ende noch ein brandheißes Gerücht. Es ist ja bekanntlich nur noch etwa ein Monat bis zur diesjährigen E3 und eigentlich haben auch alle erwartet, erst dann Neues von Uncharted 4 zu hören. Nun sollen allerdings Insider aus Sonys Worldwide Studios Informationen haben durchsickern lassen. Zunächst einmal wolle man, anders als es alte Gerüchte besagen, an Nathan Drake als Hauptcharakter festhalten. Das Setting soll tropisch werden und die Grafik das Nonplusultra dieser Generation. Nichtsdestotrotz bleiben das alles Gerüchte und die Wahrheit erfahren wir wahrscheinlich erst auf der E3 2014. So Leute, das war's nun also mit dem Newsflash für den 9. Mai 2014. Stimmt ja, wir haben ja schon Mai. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und einen Daumen runter, wenn es euch halt nicht gefallen hat. Links kommt ihr zum letzten Newsflash. Da ging es um, keine Ahnung. Schaut einfach mal rein, ich weiß es nicht mehr. Und rechts kommt ihr zu einem Video vom Tim mal wieder. Der hatte ein witziges kleines Spiel angetestet. Ich fand das eigentlich sehr witzig anzuschauen, also schaut doch einfach mal vorbei. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche oder ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hier schaut und bis dann!